Einwände im Kosmetikstudio, damit Kunden eure Produkte nicht kaufen. Ich bin Susanne Klein, seit 35 Jahren in der Kosmetik, davon über 30 Jahre mit einem eigenen Studio und seit 3 Jahren Mitbegründerin der von Lupin Kosmetik. Ein Einwand von Kunden ist auch, naja, Sie in der Behandlung, liebe Kosmetikerinnen, ja, haben ja auch viel mehr Produkt drauf gemacht. So viel kann ich ja zu Hause gar nicht drauf machen. Ja? Und nur deshalb ist es nach der Behandlung besser. Das umgehe ich auch wieder. Ich beweise der Kundin alles, was ich sage, ja, indem ich das eben so mache, dass ich nach der Maske, in der Behandlung, nachdem ich die Maske eben habe einwirken lassen, alles wieder abwasche, die Haut abtrockne, die Kundin fühlen und sehen lasse, ja, und dann zeige, welche Mengen ich auftrage. Weil das ist nämlich, die Kundin hat ja nicht Unrecht. Ja, es ist ja oftmals so, dass man bei vielen, vielen Kosmetikfirmen, die verkaufen dann für viel oder für viel oder für wenig Geld, egal, große Töpfe. Ja, und es ist eben so, dass bei manchen Firmen, so wie jetzt bei unserer Kosmetik, nimmt man eine kleine Menge. Ja, weil hohe Wirkstoffgehalt, brauchst du weniger Produkt nehmen. So, und dann gibt es wieder draußen Firmen, wo du viel nehmen musst, wo die Kunden es gewohnt sind, so einen richtigen Klecks aus dem Topf zu nehmen und sich richtig viel Produkt zu nehmen, wo dann dieselbe Menge, also sagen wir mal 50 Milliliter, ja, bei der einen Firma 3 Wochen halten, bei uns 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate. Ja. So, und das weiß ja aber die Kundin nicht. Und deshalb zeige ich am Ende der Behandlung die Menge, wie viel sie benutzen muss oder nur braucht, ja, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Und jetzt kommt natürlich bei uns ein cleverer Punkt dazu. Dadurch, dass unsere Wirkstoffe reinziehen, ja, und sich wie ein Depot dort halten, dass du die Haut also auffüllst, das merkt die Kundin nach dem Abwaschen. Ja, wenn ich also vor der Maske Serum, Konzentrate passend für die Haut aufgetragen habe und nach der Maske alles wieder abwasche und die Haut abtrockne, ist die Haut ja wieder nackig. Und die Kundin weiß zu Hause, wie sich ihre nackige Haut anfühlt. Ja, wie sie dann so nach der Reinigung spannig trocken ist. Ja, und dann merkt sie nämlich schon das erste Mal den Unterschied, wenn ich sage, jetzt fühlen Sie mal Ihre Haut. Jetzt merken Sie den Unterschied zwischen unserer Wirkstoff, medizinischen Wirkstoffkosmetik und der Kosmetik, die Sie bisher zu Hause benutzt haben. Ich habe sie auch nur einmal aufgetragen, ja, aber ganz anderes Ergebnis. Und in dem Moment macht das hier Klick. Weil die Kundin dann merkt, ach du Himmel, fühlt sich komplett anders an. Ja? Und deshalb, und dann zeige ich ihr die Mengen, deshalb, wenn man die Haut aufgefüllt hat, mit einem gewissen Depot-Effekt, braucht man jeden Tag nur noch kleine Mengen, um das zu halten. Gibt Hauttypen wie den feinfaltrigen Hauttyp, die müssen immer mehr benutzen wie andere, aber immer noch weniger mit unserer Kosmetik wie mit einer anderen Firma. Ja, und darum geht's ja. So, und dann hast du auch kein Problem mehr, dass die Kundin sagt, ja, dass das eben oder der Einwand kommt, dass wir zu viel oder dass man nur eine bessere Haut nach unserer Behandlung hat, weil wir so viel auftragen. Ich beweise es der Kundin. Ich zeige ihr die kleinen Mengen, ja, zeige ich ihr immer, sie sieht es, sie fühlt es und dann weiß sie, dass das, was ich sage, auch stimmt. Ja. Und hier auch wichtig, ja, ich gebe unseren Partnern einen perfekten Ablauf an die Hand, wie man diese Beratung macht. Wir haben, das nennen wir den roten Leitfaden, den roten Faden, ja, wo, an welcher Stelle man was der Kundin erzählen muss, damit die Kundin das versteht und nicht das Gefühl hat, sie wird hier über den Tisch gezogen oder wir erzählen hier irgendeinen Quatsch. Ja. Und dann ist es so, manchmal, und deshalb sage ich das, es ist so, so, so wichtig, so einen roten Faden zu haben, auf den man immer wieder zurückkommt, weil manchmal bringen Kunden einen raus, weil sie eine Frage stellen, mit der du gerade nicht gerechnet hast oder wo du gerade, die dich einfach rausbringt. Ja? Und dann ist es so, so wichtig, dass du wieder auf deinen roten Faden zurückkommst und wieder drinne bist. Dadurch hast du Sicherheit, erscheinst vor der Kundin sicherer, ja, und kompetenter. Weil das ist manchmal so, dass wenn dich eine Sache rausbringt und du dann völlig confused bist, dass dann die Kundin das Gefühl hat, dass du inkompetent bist. Ja, bist du vielleicht gar nicht. Du bist nur einfach raus, weil du keinen Plan, keinen roten Faden hast. Ja, und dann hast du vergessen, was du sagen musst. Dann hast du nachher am Ende, ja, ich weiß doch früher, vor über 20 Jahren, wo ich noch keinen roten Faden hatte, ja, dass die Kundin rausgegangen ist, ohne zu kaufen. Und danach ist mir dann eingefallen, oh,
klar, ich habe ja auch vergessen, das und das zu erzählen oder da hat die mich rausgebracht. Ist ja gar nicht böse gemeint gewesen. Ja, die hat nur einfach eine Frage gestellt. Und ich hatte einfach keinen roten Faden. Der rote Faden, wo du immer weißt, wo du wann was erzählen musst, gibt dir Sicherheit und Kompetenz. Ja, und es gibt dir Selbstbewusstsein. Ja, Stärke, ja, dass du dich nicht verunsichern lässt. Ja, und das wirkt wieder, wenn du dich verunsichert fühlst, dann denkt die Kundin, dass du nicht kompetent bist, dass du keine Ahnung hast. Und wenn sie das Gefühl hat, dass du keine Ahnung hast, dann wird sie bei dir auch nicht kaufen. Ist ja logisch. Ja, und leider bucht sie auch die nächste Behandlung höchstwahrscheinlich nicht. Ja, weil sind wir doch mal ehrlich, wenn jede Kundin, die jemals bei dir im Kosmetikinstitut war, so begeistert gewesen wäre, dass sie immer wieder zu dir gekommen wäre, dann wärt ihr nach spätestens 6 Monaten ausgebucht gewesen und seitdem hättet ihr nie wieder eine Neukundin gebraucht. Ja, wir wissen aber alle, dass das so nicht ist, dass viele Kunden nicht wiederkommen und das hat einen Grund. Das braucht man sich auch gar nicht schönreden. Ja, klar kann es manchmal daran liegen, dass die Kunden wirklich kein Geld haben oder so. Aber in den meisten Fällen, wenn wir ganz ehrlich sind, hat der Kundin das nicht gefallen. Die hat was anderes gesucht. Deshalb müssen wir nicht schlecht sein. Aber wir konnten ihr nicht das anbieten, was die Kundin gerne gebraucht hätte. Und ihr wisst es schon, die Kundin interessiert sich nur für sich. Was bringt es mir? Wenn ich Kundin bin, frage ich mich, was habe ich davon? Ist es mir das wert? Was bringt es mir? Ja, und das ist wichtig, dass man das immer im Hinterkopf hat und ein roter Faden, ja, der die Kundin immer wieder abholt, immer wieder einsammelt, gibt Sicherheit und Erfolg. So, und wenn ihr weiter meine Videos sehen möchtet, abonniert gerne den Kanal und ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Ciao!